Ein letzter Blick in den Osten der Stiftskirche, genauer unter der nördlichen Kuppel der Westempore. Wir betrachten heute eine Darstellung, die die Taufe Jesu, vor allem die Bezeugung Jesu als Sohnes Gottes nach der Taufe, die sogenannte Theophanie, in den Blick nimmt. Zentral ist die Person Jesu. In zwei Achsen, vertikal und horizontal, gliedert sich das Geschehen. Vertikal, vom Scheitel des Gewölbes bis zu den Füßen Jesu. Horizontal, von links nach rechts, eine Bewegung, die mit Johannes dem Täufer beginnt und mit Jesus Christus, dem guten Hirten, endet. Nehmen wir die Details in den Blick. Christus, flankiert von zwei Engeln, die ein Tuch nach der Taufe bereithalten, steht souverän auf einem Stein, der aus dem Jordan herausragt. Die Hoheit des Gottessohnes wird von den Engeln mit dem Tuch noch besonders betont. Wenn wir mit dem Blick weiter schwenken, dann finden wir im Scheitel der bogenförmige Fläche ein Gesicht, das sich in das Geschehen einbringt. Ein Blick, der sich von oben zuwendet und gleich einem Hauchen einer Stimme wird das Gesicht Gottvaters dargestellt. Der hörbar wird bei der Taufe am Jordan mit den Worten: Das ist mein geliebter Sohn. Das ist der Blick der Liebe, der sich auf Christus niedersenkt. Der Blick, der aber auch uns berührt. Zwischen der Darstellung des Vaters und des Sohnes finden wir den Heiligen Geist. Nicht im gewohnten Bild einer Taube. Sehr menschliche Proportionen sind der Figur des Geistes gegeben. Die Gesichter von Vater, Sohn und Geist sind nicht in Generationen unterschieden. In den verschiedenen Darstellungen menschliches Angesicht und Taube. Es ist der Theologie dieser Zeit noch möglich gewesen, den einen Gott in drei Personen in der Weise darzustellen, dass ihre Gesichter einander ähneln, ihre Körperähnlichkeit erweisen. Es ist die eine Liebe, die in den drei Personen wirkt und hier sichtbar wird in den Darstellungen. Auch hier assistieren Engel in himmlischer Höhe, aber auch flankierend am Jordan bei Christus in irdischer Dimension. Nehmen wir nun
den horizontalen Spannungsbogen dieses Feldes in den Blick. Zur Linken finden wir eine Darstellung Johannes des Täufers. Wie schon in der vorhergehenden Folge, mit einer Schriftrolle dargestellt. Er bleibt am Bildrand. Er ist der, der steht. Seine Mission scheint erfüllt. Christus von der Taufe her kommend, geht weiter. Er wird jetzt dargestellt als der gute Hirte mit Schafen zu seinen Füßen. Hier bemerken wir auch die Schwierigkeiten im Erhaltungszustand mit konkurrierenden Farben. So erklären sich auch rote Schafe. Über dem Haupte von Jesus ist eine Geisttaube dargestellt. Im 12. Jahrhundert, im 11. Jahrhundert selten zu finden, auf einigen französischen Kathedralen im Tympanon. Es ist der Geist, der Jesus begleitet. Es ist der Geist, der mit dem guten Hirten geht. Es ist aber auch der Geist, der Jesus in die Versuchungen, in die Wüste hinein begleitet. Es ist aber auch ein Bild, das jeden getauften Christen erinnert, so wie Jesus vom Geist begleitet war, von der Kraft Gottes, von der Weisheit Gottes, vom Rat Gottes. So dürfen auch wir hineingehen in unsere Zeit, in unsere Umwelt, in unsere Herausforderungen. Auch wir sind begleitet. Jesus wurde am Jordan getauft. Einmalig. Wir sind Christinnen und Christen. Wir kommen aus der Taufe, die Jesus uns aufgetragen hat. Die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der hier bildhaft dargestellt ist.